Liebe Bürgerinnen und Bürger, hier an der Edelweißstraße gegenüber der Schule am Ludwig-Simmet-Anger geht es weiter. Geht es weiter für unsere Familien mit Familieneinrichtungen. Wir brauchen hier dringend ein neues Kinderhaus, Kinderkrippe, Kindergarten. All die Betreuungsangebote wollen wir weiterhin vorhalten. Der Zuzug und die Weiterentwicklung in der Stadt Erding erfordern dies. Darüber hinaus ist es möglich, den Gesetzesanspruch auf Ganztagsbetreuung in unseren Grundschulen, den die Bundesregierung und der Bundesrat im Übrigen ohne Mitsprache der Kommunen für den 01.01.2026 fest fixiert hat, der bedeutet, dass wir hier auch ein Mittagsangebot, ein Betreuungsangebot erweitern müssen. Und insofern ist es richtig, dass der Stadtrat von Erding den Startschuss für diese Maßnahme gibt, die einen großen Vorteil hat, nämlich den, dass wir rechtzeitig die Grundstücke beschaffen konnten. Am Ende heißt es, ein weiterer Baustein für die Familienstadt Erding.